Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sinfected. Heute in der Folge werden wir mal ein bisschen hier unser Lager aufräumen. Ich habe hier auch schon ein bisschen angefangen mit Durchschmelzen. Die Kiste ist fast leer. Feuchte Ziegel sind auch schon am Machen. Ein bisschen Eisen haben wir schon. Man sieht hier, dass ich einiges rausgenommen habe. Und zwar haben wir hier 20, 30, 40 nur. Wir brauchen noch 10 Stück. Das ist so noch unser Vorhaben. Das heißt, wenn da endlich mal einer von denen fertig wird, wäre cool. Ich habe auch rausgefunden, wie wir jetzt das so schnell umlagern können. Und wie wir auch den Ofen schnell befüllen können. Was uns natürlich einiges an Zeit erspart jetzt. Aber da kommen wir. Das ist eigentlich ganz simpel. Das ist halt mit der Shift-Taste und rechte Maustaste. So funktioniert das auf jeden Fall. So, ich wollte jetzt einmal unter Sonstiges die Backsteinschmiede noch einmal bauen. Ich glaube, die wird halt hier so sein, unsere Schmiedenhalle. Das heißt, wir brauchen 10 Eisenbahnen, 50 davon den anderen Sachen, von den Ziegeln. Alles kein Problem, wir machen das so, dass wir es in der Kiste hier parken. Nicht alles ist da fertig anscheinend. Sind wohl die Stellen, wo ich aus Versehen auch Ziegel rausgenommen habe. Als ich hier den befüllt habe, war das natürlich. Aber das soll jetzt nicht so schlimm sein. Packen die jetzt hier rüber. Genauso wie wir die hier einmal rausnehmen werden und da reinpacken werden. Und natürlich nicht zu vergessen, unsere Eisenbahn, die wir auch nicht schleppen. Und die Haut wollte ich nicht rausholen. So, dann nehmen wir noch eben hier Steine raus, packen die Steine hier noch mit rein. Dann kann das nämlich auch schon hergestellt werden in der Zeit. Der letzte trockene Ziegel ist fertig. Und dann nehmen wir die Kiste und bringen die mal eben rüber. Also da ist alles drin, was wir benötigen fürs Herstellen. Dann haben wir einen zweiten Ofen, was uns um einiges an Arbeit erleichtert. Oder es eigentlich schneller macht, das Ganze. Trockenziegel brauchen wir für irgendwas noch. Ich weiß noch nicht mehr was. Ich glaube, um irgendwas zu verbessern. Dafür müssten wir dann Verbesserungshammer mal reinnehmen. Das ist halt doof. Ich brauche, glaube ich, noch einen zweiten Ständer dafür. Ich habe Ständer gesagt.
Naja, einmal für Werkzeug und einmal für Verbesserungstools. Das Fundament können wir mit Zement verbessern. Die Wand können wir mit Ziegel. Also unser Ziel auch, Ziegel zu besorgen. Wir können die mit 10 Ziegel, stand er da, glaube ich. Wir hätten hier in der Kiste 10 Stück. Die hole ich jetzt mal raus. Dann gucken wir uns einmal an, wie das dann aussieht. Nehmen wir die. Nee, das sind 8. 8 wäre doof. Innen drinne die Wände können wir anscheinend nicht verbessern, aber außerhalb. Oh. Ja, wir werden wohl ziemlich viele Ziegel sammeln müssen. Und Zement. Zement bekommen wir übrigens durch Rohstoffe. Zement wird in Zementmischer hergestellt, erfordert 10 Einheiten Sand und Lehm. Also Sand und Lehm brauchen wir ganz viel. Sand und Lehm bekommen wir, indem wir unter anderem da platzierbar war das, sonstiges, den Lehmextrahierer benutzen, bekommen wir Lehm. Und für einen Mineralextrahierer bekommen wir Steine und die Steine können wir ja zusammen machen. Also eigentlich Steine brauchen wir so oder so immer wieder. Das will ich mal jetzt vernünftig hier hinstellen. Die Sachen, die gehören eigentlich jetzt auch gleich nicht mehr hierher. Gehören in einen anderen Raum. So. Hier Schritt für Schritt ranbekommen an die Wand. Ja, kann ich glaube ich mit leben, wenn das so steht. Wobei eigentlich, nee. Weg da von der Wand. Dann nochmal vernünftig, schön mittig. So, und dann auf der, bei der rechten Wand sitzt dann auch noch einer. Dann können wir ganz entspannt das befüllen. Was wird unser Erzraum? Werden hier, beziehungsweise nicht Erzraum, Lagerraum für Erze und Verbrennungsraum. Aber das mit der Wand hier sieht cool aus. Würde jetzt halt nur noch feiern, wenn man die Holzwände hier innen drinne, die hier, auch noch verbessern könnte, damit das halt einheitlich aussieht. Oder zumindest innen drinne tapezieren könnte, damit das anders aussieht. Aber sonst sollten wir davon auf jeden Fall noch einiges sammeln. So, wir sind auch jetzt so cool. Machen das jetzt hier anders. Und zwar werde ich jetzt hier einmal alles rausnehmen. Dann nehme ich den Ofen. Ja, der brennt noch, ich weiß. Nicht mehr lang. Sobald wir ihn abgestellt haben, ist er aus. Brennstoff ist dann zwar weg, aber sind wir mal ehrlich, davon haben wir genug. Nice, und dann holen wir jetzt langsam Schritt für Schritt alles rüber, was wir benötigen. Und dann bauen wir nach und nach auch unsere Hütte jetzt mal langsam auf. Bedeutet,
Einmal hier die Steinchen noch weg. Eisen mal ablegen. Und wir sollten noch was trinken. Garten, wir haben kein Wasser mehr da. Dann sollten wir uns darum kümmern. Von der Zeit her wird es auch langsam wieder Abend. Und wir räumen langsam alles Schritt für Schritt von hier nach drüben und bauen drüben alles jetzt dann auf. Das, was wir alles haben wollten. Mir fällt gerade ein. Dass wir ja da gerade schon schmutziges Wasser reingemacht haben, dann wäre die nicht leer gegangen. Dann habe ich mal 100 davon getrunken. Sieht so merkwürdig aus, wenn auf einmal hier der Ofen nicht mehr ist, ne? Wir räumen jetzt erstmal alles rüber. Steinlager können wir da schön reinstellen. Ich glaube, wir können die zweite Kiste doch auch da drüber stapeln, oder? Wenn ja, wäre cool. Unser Ziel wird das jetzt sein, erstmal den einen Raum da trocken zu bekommen. Den hier. Anscheinend. Ne, die kann man nicht übereinander stapeln. Schade. Dann machen wir das halt so. Dann haben wir das alles schön hier drin. Dann wird langsam unser Häuslein da auch fertig. Und wir können hier die Bude eigentlich nach und nach abreißen. Und die Trockenziegelanlage. Alles, was zur Trockenziegelung gehört, lassen wir jetzt erstmal hier drin. Das gehört Küche, genauso wie das andere. Küche bauen wir auch dann gleich schon da rein. Hier ist ja unsere Werkstatt. Hier kommt unsere Küche. So. Hier so schön, dass wir da rausgucken können, nach links. Unsere Werkbank dafür, für die Küche. Heute wird jetzt mal ein bisschen eingerichtet. Ich hoffe, das stört euch nicht. Das hier gehört nicht in die Küche. Das hier gehört aber in die Küche. Genauso wie das. Und von daher, das da auch mal ausmachen. Das gehört ja in die Küche, also kommt das jetzt auch da rüber. Es ist noch nicht perfekt, weil es regnet da noch ein bisschen rein. Ich weiß, das werden wir aber auch noch gleich beheben.
Eigentlich würde ich auch gerne den hier fertig haben, aber das wird noch ein bisschen dauern. Die beiden, also die drei Sachen gehören auch noch da rein. Hier. Zählen muss man können. Diese Werkbank gehört in die Schreiner, beziehungsweise hier in unseren Werkstatt. Ist doof, dass du Sachen erstmal dann entfernen musst, bevor du sie umsetzen kannst. Willkommen in unserer neuen Werkstatt. Will ich halt das doch komplett da in die Ecke bringen. Diese Seite. Oder? Komm, machen wir das so. Das sah besser aus. Oder? Anderen Idee. Dass die hier so in der Ecke steht und die hier so daneben. Ich glaube, das sieht schöner aus. Ja, vielleicht bauen wir das auch noch um. Aber das ist so schon mal der erste Schritt to go. So, Chemietisch, Webstuhl und so weiter, die gehören auch noch drüben. Chemie. Da bin ich halt am Überlegen, wir bauen ja noch eine zweite Etage. Vielleicht kommt da auch so Webstuhl und Chemie rein. Weil das sind Sachen, die was wir nicht so häufig benötigen, denke ich. Mit dem Webstuhl können wir uns aber jetzt Sachen herstellen. Also Stoff, denke ich mal. Oder Tücher. Gehe ich von aus, wenn ich mal jetzt hier so reingucke. Gegenstände. Seile. Na, Werkbank. Wenn man 25 Seile haben möchte, 50 Pflanzenfasern, das ist ein Stack. Dann, das kriegen wir an der Werkbank, das Reparaturset. Antibiotikum, das ist Chemietisch. Eine Pfanne. Pfanne werden wir wohl später brauchen. Aber wir wollten jetzt mal wegen Stoff, Bücherstoff gucken. Kevlar. Webstuhl hier, Kevlar. Buch, Plastik, Pflanzenfasern. Bücher, auch da. Pflanzenfasern und Rindenmulch. Ja, nice. Das wird ja easy, einen Stoff herzustellen. So, das gehört auch eigentlich schon mal rüber. Gehört in die Werkstatt rein. Normalerweise, aber ich würde den jetzt erstmal noch draußen hinstellen, weil wir noch draußen arbeiten werden. Kleiderschrank und Co. gehört auch eigentlich schon rüber. Bei denen drei bin ich mir noch nicht sicher, ob die mitwandern werden. Vielleicht bleiben die auch in dieser ersten Hütte.
Einfach so, damit wir die auch noch mit eindekorieren. So, der kommt hier so hin. Und dann haben wir eigentlich die ersten Sachen schon mal drüben. Dann fehlt eigentlich nur noch das alles. Davon bauen wir noch einen zweiten von den Haltern. Aber eine Fackel muss ich mal nehmen und die zerstöre ich mal. Eine Fackel hängt da ja schon. Werfen jetzt die eine Fackel hier auf den Boden. Zerstören. Sagen wir ja. Können wir jetzt hier die Fackel rausnehmen. Und dann können wir auch immer jederzeit hier sagen, zum Beispiel das wieder ablegen. Fertig. Wobei. Ah, stopp. Ablegen davon. Und nicht. Wir können nämlich noch gleich zwei Wände bauen. Vampi. Vampi. Hier. Hat er nicht gecheckt, ne? Dass ich da bin. Sonst freuen die sich immer, wenn ich die so begrüße. Wo habe ich die Ziegel hin? Fragte er und hat das im Inventar, ne? Entschuldigung dafür. Hatte gerade doch was gesehen. Okay, das war eine Hallo. Dann gehen wir mal rüber. Und Hammer. Wir haben noch 8. Das heißt, wir können noch ein Fenster fertig machen. Nice, unser Häuslein wird was. Gefällt mir, diese Holzoptik kommt weg. Dafür kriegen wir jetzt eine Steinoptik. Fehlt nur noch der Fußboden, dass wir den auch noch verbessern hier. Auf jeden Fall hier so. Einmal ringsrum als erstes und dann innen drin. Also erst draußen, dann drin. Ah, geil. Also das mit dem Ziegelwänden, das sieht richtig cool aus. Finde ich. Dann haben wir jetzt ja noch ein bisschen was zu schleppen. Wobei eigentlich den Rest lassen wir jetzt erstmal kurz hier. Machen hier den Wagen frei. Und bringen den mal nach draußen. Wie viel Benzin hatten wir noch? Aber wir sind schon Reserve, ne? Ja, Leute. Will aber jetzt nicht 8000 mal laufen. Wir werden jetzt hier einmal rüberfahren. Motor ausmachen. Lass mich raten. Ich habe meine Axt zu Hause vergessen. Für die Dummheit muss ich denn laufen? Ja. Für die Dummheit muss ich laufen, ne? Naja, wir gucken gleich mal. Vielleicht finden wir auch hier einen Stein. Dann mache ich mir eben eine Steinaxt nochmal eine neue. Danach können wir ja die eine Steinaxt mal aufbrauchen und dann bauen wir uns noch eine Eisenaxt.
Das würde mich gleich mal interessieren. Können wir auf der Ladefläche, wo wir zuvor einen Teddybären draufgelegt haben, auch noch Holz draufpacken? Nee, können wir nicht. Schade. So, Stein hätte ich. Falls wir jetzt noch Holz benötigen, um den voll zu bekommen, den Wagen. Noch eine Idee für den Entwickler. Wäre vielleicht cool, wenn man dann auch noch einen Anhänger bauen könnte für den LKW-Trecker. Für das Fahrzeug, sorry. Wir sind eh voll. Brauchen unbedingt Treibstoff. Wir sehen ja nur hier so rechts, wie der Treibstoff da los leer geht. Aber jetzt mal ehrlich, wollt ihr, dass ich 8000 Mal laufe? Das wollen wir nämlich auch nicht. Von daher werde ich jetzt mal eben so ein bisschen den Wagen benutzen dafür. Mindestens immer dann, wenn wir es in den Folgen machen, das Bauen. Und wir müssen uns halt dran machen, dass wir Öl pumpen. Der Küchenbereich ist gleich schon mal abgedeckt. Da fällt mir gerade ein. Apropos Öl. Der macht das wirklich automatisch. Oh mein Gott. Ich muss gar nichts mehr machen. Ich muss da gar nichts zu machen. Ja, wie geil ist das denn, oder? Umso mehr möchte ich jetzt Öl haben, ne? So, na, Bär? Wieder ein Bär weniger. Also wir sind jetzt langsam an den Zeitpunkt angekommen, wo es um einiges entspannter für uns wird. Also im Sinne von... Der macht das hier automatisch. Oh, und viel hat er nicht verbraucht. Ich meine, das ist jetzt voll. Wir können den jetzt füllen. Jedes Mal, wenn wir da was rausnehmen, macht er gleich wieder was nach. Geil. Da sind die draußen hier eigentlich ziemlich überflüssig. Die andere Frage ist, die Decke. Ah, die können wir auch mit Zement, okay.
Die gehen auch mit Zement. Das ist schön. Ja, hier brauchen wir definitiv noch Aluminium und Eisenbahn. Genauso wie wir hier Aluminium und Eisenbahn auch brauchen. Und das müssen wir definitiv noch besorgen. Hier in den Beschreibungen stand hier drin, bevor wir jetzt hier was noch anderes machen. Ach, Platzierbares. Unter Sonstiges, genau. Extrahiert Steine und Erze. Diese Extrahierer können in Höhlen platziert werden, um Kobalt, Kupfer oder Aluminium abzubauen. Das heißt, wir müssen. Können wir von der einen Höhle, wo wir Kupfer bauen, den nicht mitnehmen? Bei den da nicht draufstellen? Ich würde sagen, das testen wir demnächst mal aus. In der nächsten Folge. Dann wünsche ich euch jetzt allen noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.